Wir sind hier nicht alleine in diesem Sandmeer. Und nein, damit meine ich tatsächlich nicht die Haie, sondern da drüben ist jemand, der dringend unsere Hilfe benötigt. Also sollten wir schleunigst einen Weg finden, da drüber zu kommen. Und ich glaube, wenn wir einfach mit dem Bruder bei hier durchdüsen, ohne erwischt zu werden. Oh, man springt mal ein bisschen schneller, merke ich gerade. Dann, wow, knapp. Dann schaffen wir es hier rüber. Hier, Futter. Nee, wie kann ich dir helfen, Mann? Nein, haut ab! Kollege, wir wollen dir nur helfen. Wir sind kein Hai. Sie gehen einfach nicht weg. Dann muss es wohl sein. Was bleibt mir auch sonst? Eins, zwei und... Yeah! Oh, good job. Brauchst du unsere Hilfe gar nicht. Cool. Na dann. Kann man sich nicht mal mehr eine Frucht vom Baum holen? Verflixte Sandhaie. War ganz schön knapp. Sei bloß vorsichtig beim Klettern. Oh, Klettern. Hä? Hm. Da kommt eine Idee, Mario. Okay, und was war eine? Mario. Ja, das bin ich. Was geht ab? Was ist denn da drüben? Aha. Ja, ja. Ich sehe, was du vorhast. Mhm. Was sagst du dazu? Ach ja, von hier aus gesehen, im Osten steht noch so ein Baum, aber dort sind auch Sandhaie am Planschen. Vielleicht sehe ich mal nach, ob die ein bisschen gemütlicher drauf sind. Okay, was war gerade mit der Grafik los? Kann ich hier hoch? Glaube nicht. Luigi? Nee. Okay, hier bringt es auch vielleicht nichts. Aber auf der anderen Seite, das könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Nein, ihr kriegt uns nicht! Ihr kriegt uns nicht! Oh, ist sie schnell! Warum ist sie so schnell? Oh, Gott sei Dank, wir haben es rüber geschafft. Hier ist doch eine goldene Karotte! Oder Rübe, besser gesagt. Luigi muss die grüne nehmen. Perfekt. Maximalen Gewinn erzeugt. Wurden wir gesichtet? Ja. Okay, chillen wir mal hier oben. Hier werden wir nicht angegriffen. Wenn ich springe, kriege ich mehr Sicht. Ich springe mal immer weiter. Damit es mir mehr rauszoomt. Komm schon, ich will sehen, was da abgeht. Ich darf nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier entlang. Hier können wir beispielsweise auch nach oben gelangen. Hä? Sie hat es raufgeschafft. Habt ihr gesehen? Ich dachte, die können es nicht raufschaffen. Oh, jetzt müssen wir aber besonders gut aufpassen. Na gut. Aha. Ja, das Spiel zeigt das jetzt mir so an, wie als könnte ich hier rüberfliegen, aber nee, das reicht niemals aus. So viel Luft können nicht mal Mario und Luigi erzeugen. So viel Wind. Okay, Mario, Luigi, Mario, Mario, Luigi. Let's go. Bing, bong, bong. Yeah, super los. Ja, die war einfach. Komm, das ist ja wirklich einfach. Was haben wir den Leuchtturm jetzt schon aktivieren? Ja, ich denke mal schon. Was bleibt uns anderes übrig? Dann können wir zumindest schon da lang und können tatsächlich dann auch da lang und bestimmt irgendwo auch noch. Machen wir es einfach mal. Wird schon eine gute Idee sein. Was, wir gehen schon wieder ohne die Müllasse? Nein. Sag ich doch, wir bleiben hier, bis wir genug Müllasse haben. Ach so. Na gut, wenn es so ist. Hm. Spiel sagt, nee, geht noch nicht. Oh, meinetwegen. Hier kann ich nicht lang springen. Schade, sonst wollte ich nämlich drüber springen und dann den Knopf da aktivieren. Aber ich darf nicht entlang. Oh, aufpassen. Wow. Aufpassen. Die beobachten uns. Wenn die uns bemerken, dann ist Game Over. Das sage ich euch. Das hatten wir letzte Folge schon. Das will ich nicht ein zweites Mal haben. Luigi, kannst du hochklettern? Ja, klar. Oh. Luigi, bitte pass auf! Bitte fall nicht runter! Mario! Mario! Hallo, ich kann nichts machen! Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich war zu langsam. Ich habe halt kurz gewartet und geschaut, was passiert.
Okay, vorspulen, vorspulen, jetzt werde ich bewegen. Boing, boing, boing. Ja, leider habe ich kurz angeschaut, aber hat geklappt. Mario, bitte! Mario! Hat das geholfen? Oh oh. Oh oh. Luigi, halt dich gut fest. Oh, die Müllaffe. Oh. Scheinbar reagieren die Haie auf die Müllaffen. Die mögen das wohl nicht. Da war was verstopft? Tja, jetzt können wir Müllaffe mitnehmen. Was mit Luigi? Und wir nehmen es überhaupt mit? Haben wir ein Glas? Oder ein Behälter? Cool. Du hast Müllass erhalten. Äußerst zähflüssig. Mario. Ah, Luigi geht's gut. Okay, schön. Freut mich. Jetzt können wir abhauen. Oh yeah. Oh yeah. Gute Job. Sauber, wir haben die Müllasse. Binden wir die Insel an und zurück nach Capitabora. Okay, let's go. Wir schaffen es rüber. Nein. Och, Mann. Sonst hat es immer geklappt. Na gut, dann halt mit dem Ball. Hier, wir springen rüber. Schaffen die Jumps auch so. Ja, zum Teil. Okay. War doch anders als erwartet, die Lösung. Aber wir haben's. Und nun binden wir die Insel erstmal an und kommen dann vermutlich direkt wieder zurück. Wir müssen ja auch noch eine andere Insel gleich nicht anbinden, vermutlich. Aber auf jeden Fall mal betreten, denn hier gibt es noch eine kleine weitere Insel, die wir uns anschauen müssen, bevor wir jetzt losgehen zum großen Giga-Leuchtturm. Numero dos. Und nicht Uno. Den hatten wir schon. Ich weiß nicht, was ich laber. Ich überbrücke nur die Cutscenes. Alasande ist nun angebunden und schaut euch mal das Bild an. Also vorhin, dieser Berg, der sah ein bisschen komisch aus, aber hier auf dem Icon sieht das süß aus. Mit so einem kleinen Hut oben drauf. Der ist süß, den mag ich. Das ist bisher mein Favorite-Icon von den Inseln. Aber es kommen ja noch sau viele Inseln auf uns zu. Obwohl man da sagen muss, ich glaube, das dritte und vierte Meer von den fünf Meeren, die es gibt, ich glaube, die sind tatsächlich kleiner. Schauen wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, die sind kleiner als 1 und 2. Los, bringen wir die Müllasse bei Dr. Wolsten vorbei. Klingt nach einer guten Idee. Hier, Moment. Ich mal rauszoome. Ah, nee. 3 und 4. Nee, andersrum. 3 und 4 sind auch groß. 5 ist klein. Hä, warte mal. 1 ist auch relativ klein und trotzdem waren hier sehr viele. Gut, hier war natürlich noch mehr. Aber dennoch. Schon seltsam irgendwie, wenn ihr mich fragt. Aber na gut. Ist doch nicht schlimm. Und. Ach, du bist doch schon hier. Okay. Ha, ich hab schon auf euch gewartet. Bitteschön. Hervorragend. Das ist äußerst reine Müllasse. Damit sollte alles einwandfrei funktionieren. Perfekt. Nicht mehr lange, dann ist die Rakete zum Einsatz bereit. Hm? Conetta, wo gehst du hin? Keine Sorge, ich mache nur einen kleinen Ausflug nach Alasande. Mir scheint, dass Conetta etwas zu erledigen hat. Vielleicht folgt ihr Conetta lieber und passt auf, dass ihr nichts passiert. Die Rakete dürfte bei eurer Rückkehr vollendet sein. Oh yeah. Okay, bisschen seltsam, aber na gut. Ich sehe gerade, wir können das Riff schnell abholen. Machen wir das doch ganz fix. Wenn wir gerade dabei sind. Hier, das ist die Rakete. Und da ist das Riff. Landet sich Schwanzflosse-Riff. Ich dachte, das wäre so ein Engel, der so den Flügel hebt. Und das hier? Das ist einfach nur ein Fels. Ah, okay. Was sagt die Map? Ein Riff im Polychrom-Meer sieht aus wie ein Wal, der etwas schüchtern ist. Na gut. Hier ist dann der andere Teil des Wals, oder? Wir könnten theoretisch jetzt schon unsere Belohnung abholen gehen, aber das mache ich danach. Werden wir doch das andere Riff gleich anvisiert haben. Spawnt die NPCs irgendwie erst rein, wenn ich den Bildschirm betrete? Das sieht gerade so aus. Hallo, du hast was zu sagen? Conetta ist nach Alasande gereist.
Ja, das habe ich gesehen. Ich wollte dir so oder so folgen. Denn in Alexandria haben wir noch nicht alles, was wir haben wollten. Ich will nur mal ganz kurz sicher gehen, dass wir auch in den anderen Gebieten alles haben. Zum Beispiel Gürtel der Solidje und Atrakammer. Nein, was? Oh, ich hab aus Versehen B gedrückt. Ja, das kann manchmal passieren, aber in diesem Spiel ist der exklusiv A, der A-Knopf. Selbst für Luigi ist A der Knopf. Fragt mich nicht. Ich habe das Spiel nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall so. Na gut, Kunetta, wo bist du? Was hast du hier vor? Hast du Durst? Müllasser sollte man, glaube ich, nicht trinken. Ich meine ja nur, ich glaube nicht, dass es gut ist. Sieht mich sogar schon. Erstmal in Position gehen. Für eine schöne Aussicht. Oh, Mario, Luigi, ihr seid's. Ja, was machst du hier? Hm? Bitte verzeiht mir. Ich wollte nicht einfach so davonlaufen. Hier bin ich früher mit meiner Mentorin auch oft gewesen. Ah, eine Rückblende gibt's hier. Verstehe. Ich! Hilfe! Da ist die Mentorin. Hui, was für ein Schreck! Cornetta, Neugierde kann etwas sehr Gutes sein, aber bedenke, dass es ebenso wichtig ist, mit Bedacht zu handeln. Besonders für uns Botanikerinnen gilt es, das rechte Gleichgewicht dazwischen zu finden. Das Gleichgewicht! Verstanden! Es scheint, als würden sie mir unentwegt aus der Patsche helfen. Du bist mir wichtig, Cornetta. Und ich schätze die von mir geknüpften Bande stets sehr wert. Alle Bewohner von Connectania knüpfen Bande miteinander. Dabei ist es nicht wichtig, wie viel Zeit sie miteinander verbringen. Denn diese Bande bilden sich bereits bei der ersten Begegnung und halten für immer an. Und wenn alle diese Banden wertschätzen, herrschen in Connectania Frieden und Harmonie. Sie haben recht. Vielleicht musst du eines Tages ja auch mich einmal retten, Cornetta. Aber nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nur, man kann es nicht wissen. Mir fällt es jetzt auf, dass die Wimpern einfach so diese so Schalter sind, die man so nach oben und unten klappen kann. So ein Stromschalter. Luigi? Und dann verschwand meine Mentorin genau an jenem Tag, als Connectania zerbrach. Dann ist es jetzt also tatsächlich an mir, auch sie einmal zu retten. Dann ist es jetzt also tatsächlich an mir? Okay. Komisch formuliert. Luigi, was... Können wir bitte Luigi schnell retten? Vorher noch ersauft? Oder wie auch immer man das nennt? Halbsand? Luigi, was zur Hölle? Wow, euch beide verbindet auch ein starkes Band, nicht wahr? Ja! Na dann, sollen wir wählen? Du kannst schon mal gehen. Ich bleib sogar noch ein bisschen hier. Denn ich möchte mir gerne den Ort hier anschauen. Und ganz wichtig, den Ort da oben anschauen. Schau mal hier. Die Dinger sind jetzt aufgegangen. Na gut, dann wäre es eigentlich sinnvoller, nicht die Röhren zu benutzen, sondern zu Fuß weiter zu latschen und die Dinger zu finden, oder? Ich glaube, das tue ich jetzt sogar. Dann bis gleich. Das erspare ich euch sogar. Ich bin zu nett. So viel zum Ersparen. Hier ist es direkt. Hier ist es doch direkt. Ja, direkt am Anfang. Lull. Wie ist das hier so eine Spirale? Sieht seltsam aus. Bonk. Hallöchen, meine kleinen Kollegen. Oh, es sind drei wert, glaube ich. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde ganz ehrlich, diese Deutlichter sammeln und fangen. Ich finde es sehr langweilig und sehr einfallslos, weil die sind programmiert, dass die immer in einem gleichen Radius rennen. Also, die haben nur so eine. Die gleiche Bahnstrecke, wo die immer hinrennen. Die, manche sind 10 wert, hab ich gesehen. Was? Tempobohne und Abwehrbohne. Ich habe Tempobohne gelesen. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich finde die Deutlichter manchmal echt super lame. Ja, Luigi, gönn dir. Und gönn dir. Schon. Ja, weil die sind halt so einfach zu kriegen. Und selbst Luigi kann ja noch mithelfen. Und ich weiß nicht. Ich fühle die einfach so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Man hätte mit denen viel mehr machen können. Und generell hätte man die viel schwerer machen können. Aber man hat irgendwie nichts draus gemacht. Die sind einfach nicht
Ich finde die einfach nicht besonders genug. Oh, toll. Oh, Bilderbuchstart habe ich bekommen, weil ich einen guten Sprung gelandet habe. Direkt am Anfang des Kampfes, bevor es überhaupt richtig losging. Ich bin übrigens auch schon an Ort und Stelle, wo man noch was bekommen kann. Jetzt, wo die Tore wieder aufgegangen sind, diese Münder von den Steinen. Ich werde nur kurz die Gegner besiegen. Und dann zeige ich euch. Den zeige ich jetzt schon. Aber anders. So viel Leben. Ich habe sie übrigens vorhin richtig gut kontern können. Also wirklich perfekt kontern können. Ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Aha. Das glaubt ihr mir nicht. Aber es ist die Wahrheit. Der Kollege. Oh, aua. Was zur Hölle, Mann. Jetzt reicht's aber. Jetzt ist Schluss mit lustig. Babadabam, ich muss aufpassen, jetzt ist noch ein anderer Gegner hinter mir. Nicht, dass er mich auch noch sieht oder auch noch hinterher rennt. Ah, doch, tut er, aber hier bin ich sicher. Super Sirup. Hier können wir entlang, habt ihr hinten auch noch was gesehen? Super Nuss. Ich hoffe mal, dass hier links nichts mehr ist. Nee, das ist windig, wer nachzuschauen. Ja, hier ist eine Abkürzung natürlich. Man kann hier auch noch irgendwo lang, scheinbar. Oh, Super Bonbon und Bartbohne. Bartbohne, das klingt doch nett. Ah, wir haben noch zwei Pimpelbohnen. Ja, Luigi kann die beiden haben. Und Bartbohne, Mario natürlich, immer Mario. Ja, die Sets sind schon viel mehr ausgeglichen mittlerweile. Die Bohnen, die helfen. Die helfen. Und hier ist nichts? Nee. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon da, ne? Ja, wir sind schon da oben. Ich glaube, ich muss nur noch rüberrollen. Ich weiß nicht, warum ich dann vorhin geschnitten habe. War eigentlich ein bisschen unnötig, aber gut. Ich glaube, muss ich einfach nur langfahren, oder? Ja, seht mal, jetzt sind die auch endlich in die Luft gedüst, die Dinger. Warte mal. Ne, da von da kam man. Von da kam man. Oder? Muss ich da jetzt doch lang? Ich glaube, das Gefühl, ich muss hier doch lang. Ah, warte mal. Wir kommen hier noch nicht lang, weil wir nicht wissen, wie wir diese Dinger benutzen. Das haben wir noch nicht herausgefunden. Na gut, Freunde, dann müssen wir das jetzt erstmal abbrechen hier. Hauen wir ab. Jo! Zurück nach Capitabura. Hören uns das Geschwätz an. Und gehen dann auf die Bonusinsel. Und natürlich das andere Riff noch holen, Belohnung abholen. Der ganze Quatsch. Wie eh und je. Stimmt, warte mal, hier gab es doch irgendwo so einen Typen, der was haben wollte. Im Meer. Der wollte eine Brosche haben oder so. Wir schauen mal bei Fabrizia gleich noch vorbei, ob sie was hat. Was willst du denn hier? Was geht denn jetzt ab? Der Bösewicht! Zieh Leine! Willst du kämpfen? Ganz ruhig. Ein Kampf käme mir gerade sehr ungelegen. Dies ist also euer Hauptquartier. Und die Schnauzbrüder sind auch vor Ort. Wie hießen die noch gleich? Harry und Luschi. Ich geb dir gleich Luschi. Ihr Namen, ihre Namen sind Mario und Luigi. Dieser Baum. Lass ihn in Ruhe. Weh, lass ja den Baum in Frieden. Coletta, sei vorsichtig. Nun seh schon zu, dass du natt gewinnst. Irgendwann mache ich dich platt. Wart's ab. Eine Minute und 52 Sekunden. Wenn ich hier noch länger verweile, verzögern sich womöglich unsere Pläne. War das jetzt perfekt abgestimmt? War ich jetzt so lange hier in der Cutscene schon? Ich wollte die Stärke jener evaluieren, die sich uns in den Weg stellen. Doch was ich fand, ist keiner Beachtung wert. Ihr seid die reinste Zeitverschwendung. Sag das nochmal! Bald wird auch der letzte Winkel dieser Welt ein Ort der Isolation sein. Bis dahin könnt ihr euch weiter eurer Fantasie von Freundschaft und Bindung hingeben.
Mag sein, dass ihr einen Gigaleuchtturm wieder zum Leuchten gebracht habt. Doch das macht letztlich keinen Unterschied. Auf den anderen Gigaleuchtturminseln schreiten unsere Pläne zügig voran. Wir werden das Omen in Massen produzieren und weltweit verbreiten. Das Omen? Da klingelt doch irgendwas. Genau, in diesem Hochhaus. Da wurde der Begriff auch mal erwähnt. Was ist dieses Omen? Was genau hast du vor? Zwingst du etwa alle, die du entführst, dieses sogenannte Omen herzustellen? Hör auf, so fies zu sein! Das ist so gemein! Ja, ganz genau! Ja, ganz genau! Wir haben bereits 3 Minuten überschritten. Mehr Zeit habe ich hierfür nicht eingeplant. Was immer ihr versucht, es hat keinen Sinn. An unseren Plänen wird sich nichts ändern. Aha. Er hat ein Auge auf den Baum. Hey, komm sofort zurück! Das war also Steckdorf? Schrecklass nach, Dorf. Schon bald wird mein Plan von Erfolg gekrönt sein. Sieht aus, als hätte so eine Schere als Bart. Weiß auch nicht, Mann. Eine Mission? Oh Gott. Okay, müssen wir alles machen, bevor wir zur Gigaleuchtturminsel aufbrechen. Schön und gut. Aber da wollte ich sowieso noch nicht hin. Heute nicht. Hallo. Mit dir reden. Kollege? Jetzt. Riesig, ein neues Riff. Ja, hier die Belohnung. Langziehhandschuhe, okay. 7 Riffe, wow. 4 weitere kriegt ihr noch mehr. Mhm, gleich gebe ich dir noch einen. Was habe ich jetzt bekommen? Irgendwelche Handschuhe. Erstkontakthandschuhe. Angriff und Verteidigung steigen zu Beginn des Kampfes um 15%. Aber dafür sinkt insgesamt KP und Verteidigung, aber Bart wird um 5 steigen. Wie sieht es bei Luigi aus? Da würde Bart wahrscheinlich sehr sinken, oder? Nee? KP sinken. Ich bin jetzt ehrlich gesagt kein wirklicher Fan von diesen Handschuhen, also kribbelt nicht bei mir, du. Nicht wirklich. Noch einen Check müssen wir bauen. Oh, dann machen wir das doch. Bin gespannt, was wir Neues hier bekommen könnten. Zieht man in der Paar-Attacke ein Exzellent, da hält sie 50% BP zurück. Du erzielst automatisch Exzellent, ja, ist ja langweilig. Dann kannst du gleich einfach gar nicht mehr spielen. Ausbeuter. Minzpresser. Gib mir mal Exzellent. Es war sehr teuer gewesen, aber die anderen waren mir nicht so wirklich interessant. Neue Stecker! Was haben wir denn hier? Entzünder. Erhöht Schaden von Sprung- und Hammerattacken um 15%. Wenn du Exzellent schaffst. Wird da Feuer fangen? Ah, krass. Ja, dann brennt er hinten. Vereiser. Das gleiche, aber dann werden die zu Eis. Und Attackenverdoppler. Du erhältst eine weitere Sprung- oder Hammerattacke. Oh, das ist geil. Oh, das ist richtig geil. Darauf spare ich. Paarpotenzierer. Erhöht den Schaden an der Paartage um 20%, aber die BP kostet um 100. Boah. Okay. Wenn man irgendwelche Ausrüstungsgegenstände hat, die BP richtig buffen. Dann ist das geil. 20% mehr Schaden, 100% mehr teuer ist. Der Ausgleich ist irgendwie nicht so da. Wisst ihr? Glücklich, dass ich nicht so doll. Maxomatic. Eingeschöpfte Omatic-Stöcker, die den Item-Einsatz automatisieren, verwenden stets das effizienteste Item. Nicht schlecht, aber dafür bräuchten wir erstmal ein paar mehr Stecker. Und wir haben 2 Slots. 2 ganze Slots. Also da wird noch ein bisschen was dauern, bis wir das wirklich potenziell benutzen können. Ja, ganz ehrlich, ich mache jetzt tatsächlich schnell noch die Insel und das Riff, bevor ich es vergesse. Weil ich will es auf keinen Fall vergessen. Okay, wo ist das Riff? Das Riff? Das Riff. Hä? Ich glaube blöd. Hä? Ich glaube blöd? Wir sind doch gar nicht da. Jetzt müsste man. Ja. Wo denn? Hier? Oh. Land in Sicht. Heilkreisriff. Nein! Ich will die nicht bei mir auf meiner Insel haben. Nein, ich hasse die Viecher. Was soll das? Ein Riff im Polychrommeer sieht nicht gerade einladend aus. Nein, ganz und gar nicht, du. Ganz und gar nicht. Ja, hä?
Wo ist denn die Insel? Hier? Achso, lol. Peripheria. Von dem Namen habe ich auch schon was gehört. Da müssen wir auch noch hin für irgendwas. Doch, ich meine, irgendein NPC hat davon geredet. Schauen wir einfach mal. Das ist eh... Oh, hier ist eine Quest. Oh, na dann. Ah, meine Nerven. Prominenz zu sein ist so fürchterlich anstrengend. Kaum tritt man vor die Tür, schon wird man erkannt. Ich brauche eine Auszeit von allem. Oh nein, wer ist da? Haben die Fans mich etwa schon aufgespürt? Ah, Barret Lady, ihr seid es. Leider habe ich selbst für euch keine Zeit. Digga, du wirst dir Zeit nehmen müssen. Ja, komm, mach. Achso, ich muss machen. Wollt ihr, dass mein beschwerlicher Aufstieg umsonst war? Macht mir bitte, bitte keine meine Auszeiten kaputt. Ach, keine Sorge, werde ich bestimmt nicht machen. Ups. Ich habe kurz Home-Button gedrückt. Da passiert das dann manchmal. Bonk, bonk, bonk. Ich verstehe ja, dass ihr meine prominente Nähe sucht. Doch auch ich brauche einmal etwas Zeit für mich. Ja, es tut mir sorry, Mann, aber... Ich muss mit dir reden. Okay? Komm mal bitte runter. Du bist eine Mission. Ist das einfach das Konzept einer Auszeit fremd? Jetzt sag, was gibt es denn eigentlich so Wichtiges? Ihr wollt, dass ich herunterkomme? Das vergesst ihr besser gleich wieder. Meine Auszeit ist mir heilig. Frag einfach nochmal an, wenn ich irgendwann soweit sein sollte. Nein, du kommst jetzt runter. Ich zwing dich dazu. Komm runter da jetzt. Wir gehen die ganzen Regenbogen hier gerade durch. Wie hoch hast du dich bitte gebaut? Oh nein, ich bin noch nicht bereit für meine Rückkehr. Echt jetzt? Echt jetzt, Kollege. Warte, das war die ganze Zeit Birdo? Ja toll, habe ich komplett falsche Stimme gemacht. Wusste ich doch nicht. Weißt du denn hier? Ich brauche Ruhe vor meinem nächsten großen Auftritt. Hm, ich bin so bereit, so wie eh und je. Also, wie kann ich euch helfen? Aha, jemand verlangt nach mir. Das ist wundervoll, ein Wink des Schicksals. Ach stimmt, da war doch was. Bei Atrakama hat doch einer nach dir gesucht. Dann will ich mich nicht zieren. Bringt ihr mich bitte zu ihm? Okay. Wundervoll gehen wir. Eine kleine Reise nach Atrakama später. Oder eigentlich eine große Reise, aber für Mario Luigi geht auch am schwarzen Bildschirmübergang. Dann sind wir schon da. Na! Du bist tatsächlich gekommen! Und du wolltest mich wiedersehen? Ja, genau, zu viel Zeit ist vergangen, als du das letzte Mal hier waltest. Deine Schönheit, deine Schleifchen, deine rosarote Perfektion! Und du, deine Äuglein, man könnte meinen, sie sprechen eine eigene Sprache. Was mit Yoshi? Hallo? Oh, wenn sie doch nur all meine Gefühle zum Ausdruck bringen könnten. Aber nein, unsere Gefühle bedürfen gar keiner Worte. What? Ich? Also. Na los, sag es! Macht schon! Es ist vorbei! Ach, Liebe, ist etwas so Spezielles. Und sie ist bittersüß. Habe ich meine Rolle nicht grandios gespielt? Aber du standest mir nichts nach, wirklich. Deine Rolle gespielt? Ja, geschauspielert die ganze Zeit? Wozu habe ich mir die Mühe gemacht? Deine weite Anreise hat sich also gelohnt? Prima. Ich werde unseren gemeinsamen Auftritt niemals vergessen. Ach ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn uns die Bühne noch einmal vereinen würde. Okay. Das war nicht die Birdo, irgendeine andere Birdo. Ich meine, es gibt ja auch mehrere Yoshis. Macht also Sinn. Ich möchte euch beiden von ganzem Herzen danken. Bitte nehmt dies von mir an. Danke. Bye bye. Ich mache mich jetzt wohl besser auf den Weg. Ciao. Ja, sag, ich bin wieder auf der Insel. Oh no. Ich gehe wieder zurück, wo wir gerade waren. Mann, was soll denn das Spiel? Oh Gott, hier geht irgendwas ab. Ich renne konkret einfach mal davon. Sorry, Pete, machen wir gleich. Gibt es überhaupt irgendwas noch? Ah! Ja, ich sehe jemand anderes jetzt.
Das ist zu hoch. Ich war schon auf einer Menge von Bergen, aber die waren nur halb so groß. Huhu, ist da jemand? Hilfe, ich komme nicht mehr runter. Klettern kann ich, aber mit der Höhe habe ich Probleme. Wer ist es diesmal? Scheinbar ist hier wirklich gar nichts anderes auf dieser Insel. Nur ein Haufen von riesigen Steinen, die immer wieder respawnen. Autschi, geht's doch ein bisschen sanfter? Nö, Pech. Lebt damit. Ich kann mich nicht runter, Mann. Mein armer Rücken, hämmert sanfter, bitte. Nö, das ist mir so egal. Komm jetzt sofort runter. Hier spielt man nicht rum, Kinder. Oder wer immer da oben ist, ich weiß es doch nicht. Okay, okay, es geht wohl nicht sanfter, also haut einfach drauf. Hab ich vor. Aua, weiter so! Oh, gleich geschafft! Oh, da brauche ich kein zweites Mal. Okay, warum war das gerade diese Quinz? Cool. Wir haben es fast, wir haben es fast. Fast geschafft, nur noch ein wenig mehr. Hey, wer seid ihr Typ eigentlich? Ich kann euch fast sehen. Ist das spannend? Ja! Endlich frei! Was ist einer dieser. Nee. Das war einer dieser Tanten, die da sprechen. Na, aber nee, das ist gar nicht. Es tut mir leid, dass ich einfach so weggerannt bin. Ich wollte nur endlich weg von dort. Irgendwie hatte ich mir euch ganz anders vorgestellt. Ah, was ich meine, ist, dass ihr doch noch viel heldenhafter aussieht als erwartet. Ja, ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay, warst du irgendwie gefangen? Warst du was Böses getan? Hier eine Kleinigkeit. Als Belohnung. Ein Ultrapilz ist doch keine Kleinigkeit. Das war ja fast geschenkt. Ja gut, war ja auch geschenkt von dir, aber ihr wisst, was ich meine. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem Giga-Leuchtturm. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall, auf alle Fälle. Und ja, dann willst du es sagen. Das war's. Klickt irgendwo ab. Das war's. Man sieht sich, hoffentlich. Like da was.